Ja, wer kennt sie nicht, die AVM Fritzboxen? Das hier ist eine Fritzbox 6490 Cable, die jetzt bei uns Einzug hält und die alte Fritzbox 6360 Cable ablösen wird, weil wir keine Lust mehr haben, die 5 Euro monatlich an Vodafone zu bezahlen. Ja, und da läppert sich dann ganz schön was zusammen. Im Jahr macht das dann 60 Euro, nach 2 Jahren sind das schon 120 Euro und nach 3 Jahren 180 Euro. Und in dem Preisbereich liegt dieser Router. Also haben wir den nach 3 Jahren dann schon abbezahlt sozusagen. Dann rentiert sich das. Ja, der WLAN-Router hier unterstützt natürlich die aktuellen WLAN-Standards, WLAN AC plus N. Hat ein eingebautes Kabelmodem, eine Telefonanlage, was man alles so eben kennt von einem guten WLAN-Router. So, ich muss mal hier kurz gucken. Ah, hier sieht man auch noch mal die Bandbreiten. Das WLAN AC soll bis zu 1300 Megabit hier schaffen auf 5 GHz. WLAN N soll bis zu 450 Megabit schaffen auf 2,4 GHz. Und man kann es gleichzeitig verwenden. Bei der Fritzbox 6360 Cable, da ist es so, dass man zwar auch 5 GHz nutzen kann, allerdings nur der ältere N-Standard und nicht gleichzeitig mit 2,4 GHz. Das ist ein Problem, wenn man noch viele WLAN-Geräte hat, die auf 2,4 GHz funken und nicht das 5 GHz-Frequenzband unterstützen. Ah, genau, die hat natürlich auch Gigabit-Ethernet-Anschlüsse, 4 Stück an der Zahl. Eine DECT-Basis ist natürlich drin, eine Telefonanlage, wie gesagt, auch für ISDN, IP und analog. Natürlich dann auch eine NAS-Funktion und natürlich das beliebte FritzOS-Betriebssystem. Zeige ich euch alles gleich am hier Router selbst. So, was steht denn hier nochmal auf der Rückseite? Ja, das sehen wir uns dann gleich nochmal am Router selbst an, würde ich sagen. So, und der Verpackung dabei sind einmal hier natürlich ein Ethernet-Kabel, dann ein 30 Watt starkes Netzteil und hier ein TV-Kabel, damit man dann die Fritzbox an den TV-Anschluss, an den Kabelanschluss dann auch anschließen kann, hat man hier das passende Kabel gleich dabei. Dann seht ihr noch ein paar Unterlagen, irgendwelche Hinweise noch. Mal gucken, wo das in deutscher Sprache hier steht. Habe ich auch irgendwo gesehen. Ja, irgendein Nachtrag hier noch. Gut. Ja, nochmal ein paar Hinweise mit den 2,4 und 5 GHz Frequenzen. Dann ist hier die Treiber-CD, wo auch das Handbuch drauf ist. Braucht man aber nicht. Ne? Kann man sich ja auch alles notfalls aus dem Internet herunterladen. Und die Fritzbox hat ja auch eine ganz gute Bedienoberfläche, die man ja im Webbrowser nutzen kann. Ach, Reklame. Was man also noch alles an Zubehör für seine Fritzbox hier bekommt, kann man sich da nochmal informieren. Auch die Handy-Apps. Ja, apropos Handy, ich krieg morgen, glaube ich, ein neues Handy. Ich verrate aber noch nicht, welches Modell das wird. Das soll eine Überraschung werden. Ja, mein aktuelles Handy hat SIM-Fehler und dann fällt die Telefonanlage dauernd aus. Das kannst du vergessen. Das macht keinen Spaß mehr. Deshalb brauche ich dann ein neues Handy. Ja, und hier ist dann nochmal die Schnellstartanleitung, die ja auch bei meiner Fritzbox 4040 mit dabei war. So. Achso, was gibt es sonst noch in der Verpackung? Ja, ich weiß, ich sollte mich beeilen. Aber hier diese Notizkarte, ich halte euch hier die WLAN-Schlüssel zu. Ja. Achso, hier ist nochmal so eine Übersicht von der Bedienoberfläche im Webbrowser. Gut. Und hier ist dann auch nochmal eine Karte für die Ersteinrichtung. Ja. Ja, dann zum Router an sich. So sieht er halt aus.
Ich lege das hier mal beiseite. So, zeige ich mal hier die Anschlüsse dieses WLAN-Routers. Da sieht man hier der Kabelanschluss. Und dann sind hier analoge Telefonbuchsen. Das hier könnte ISDN sein. Bin mir da gerade nicht ganz sicher. Dann hat er hier zwei USB-Buchsen. Allerdings USB 2.0 Standard. Die aktuelle Fritzbox 6590 Cable, die aber mit über 260 Euro noch zu teuer ist. Deshalb haben wir auch dieses Modell hier jetzt. Die hat auch USB 2.0. Bereits die Fritzbox 7490 hat aber USB 3.0 eingebaut. Das hat mich gewundert, deshalb habe ich dann bei AVM nachgefragt und die haben mir gesagt, dass das irgendwie mit der DOCSIS-Technik da nicht kompatibel sein soll. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann, was das jetzt mit USB 3.0 zu tun haben sollte. Naja, in der Praxis sind USB 3.0 Anschlüsse hier am Router auch nicht besser als USB 2.0. Da könnt ihr euch mein Testvideo zur Fritzbox 4040 anschauen. Die hat nämlich USB 3.0 Buchsen. Und da die brachten keinen Vorteil gegenüber USB 2.0. Naja. Hier sind die 4 Gigabit Ethernet Anschlüsse, da noch der Stromanschluss. Hier an der Seite kann man noch analoge Telefone anschließen, per TRE-Stecker. Hier ist der weitere USB-Anschluss und die Unterseite zeige ich jetzt nicht. Die aber viele Lüftungsöffnungen enthält. Ja, ja, die WLAN-Antennen sind ja hier mit drin. Achso, und dann gibt es hier noch zwei Tasten. Einmal WLAN und WPS und hier die DECT-Taste. Mit dieser Taste hier kann man auch manuell das WLAN einschalten. Hier sind nochmal die LEDs. Hier, wenn der Router eingeschaltet ist, die LED. Hier für das Telefon, die DECT-Anlage, ob WLAN eingeschaltet ist. Und die Info-LED blinkt unter anderem beim Firmware-Update. Ja, in nächster Zeit passiert hier einiges, würde ich mal so behaupten. Wie gesagt, ich bekomme ein neues Handy. Dann der neue Router noch. Und dann habe ich mir nochmal PC-Hardware gekauft. So, das kommt dann so die Tage. Ich weiß auch nicht, ob ich das alles noch schaffe zu verfilmen. Wahrscheinlich muss ich das alles aufschieben. Nützt ja nichts. Achso, vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis dazu. Ja, diesen Router hier können wir uns dank eines neuen Gesetzes kaufen. Ich glaube, ein Telemediengesetz ist das, das die Routerfreiheit sicherstellt. Ja, die wurde ja letztes Jahr zum Sommer hin beschlossen und das habe ich ja so gefeiert und nun machen wir selber hier von Gebrauch. Ja, und zwar ist es so, dass man früher die Fritzbox dann hier von den Internetanbietern beziehen musste. Also so war das dann bei Vodafone, ehemals Kabel Deutschland, der Fall, dass man da keinen Router nach seiner Wahl verwenden konnte. Und jetzt kann man, wie gesagt, seinen Router nach seiner Wahl verwenden. Ja gut, bei den Modellen hier mit Kabelmodem eingebaut ist die Auswahl noch nicht so rosig. Ja, und zwar benötigt man für die Einrichtung der Fritzbox einen Einrichtungscode. Und diesen Einrichtungscode, den kann man kostenlos bei Vodafone anfordern. Ich verlinke euch die Seite in der Infobox. Und falls ich zu den anderen Kabelanbietern auch noch was herausfinden sollte, dann packe ich das dann auch noch in die Infobox, den entsprechenden Link zu der Seite, auf der es dann über den Einrichtungscode geht. Ja, und zwar ist es denkbar einfach. Ihr solltet irgendwann im Laufe der Zeit mal Post bekommen haben von eurem Internetanbieter. Ja, Vodafone ist ja bei uns der Anbieter und da steht dann auch in dem Brief dann irgendwo die Kundennummer. Und die müsst ihr dann da auf der Webseite eingeben, da ist so ein Feld. Und in dem zweiten Feld, da tragt ihr einfach den Sicherheitscode, der rechts daneben steht, ein. Der Sicherheitscode soll sicherstellen, dass tatsächlich eine echte Person diesen Einrichtungscode anfordert. Da drückt ihr da auf Abschicken, Bestätigen, wie auch immer.
Dann wird das nochmal im Browser bestätigt mit so einem grünen Pfeil oder so, dass das angekommen ist bei Vodafone. Und dann solltet ihr innerhalb von 2 bis 3 Werktagen Post von Vodafone bekommen oder einem anderen Internetanbieter. Da weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Da habe ich mich natürlich nicht informiert, weil wir ja bei Vodafone sind. Und dann sollte das klappen. Ja, früher sind wir mit 32 Megabit unterwegs gewesen im Internet, mit 2 Megabit im Upload. Und jetzt sind es 100 Megabit im Download und 6 Megabit im Upload. Dann bis zum nächsten Video.